Hallo und herzlich willkommen bei den Whisky Toasts. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wieder nur mit einem Toast, nämlich Florian. Marc wieder nicht dabei heute. Heute mit einer für mich sehr besonderen Abfüllung, auf die ich mich das ganze Jahr immer schon freue. Eine Abfüllung, die wirklich jährlich rauskommt, nämlich für das Fesh Isle Festival auf der Isle of Isla. Da ist ja immer im Mai eine, ja, Party, sagen wir mal, ein Festival. Wo quasi alle Destillerien mittlerweile auch eigene Sonderabfüllungen für rausbringen und darunter auch Douglas Lang mit ihrem Islay Blend Big Peat. Das ist die diesjährige Abfüllung und zwar haben wir heute einen Big Peat. Muss ich jetzt ablesen. Es wird wieder gälisch, also Achtung. The Tropai. Ach, keine Chance. Tropagig Edition. Tropagig. Also einfach gälisch für tropisch. Die Tropenedition kann man so sagen. Was ist also tropisch? Natürlich Rum Cask. Wir haben ein Rum Cask Finish. Caribbean Rum Cask, um genau zu sein. Wurde da drin gefinished. Also wie üblich über eine Vorreifung, typisch Big Peat gehabt und dann irgendwie ein Finish. Wir haben dafür gar keine zeitliche Angabe, soweit ich weiß. Auch wir wissen auch nicht, wie alt dieser Whisky an sich ist. Meiner Meinung nach sind die Fesh Isle Abfüllung immer ein Müh älter als die anderen Big Peat Abfüllung. Das war zumindest bei der letzten Fesh Isle Abfüllung, die ich gar nicht vorbereitet habe. Einen Moment. Die hier rauskam. Die hat nämlich schon sehr viel reifer geschmeckt. Die war noch mit Rotweinfinish und auch noch mit Umverpackung, wie man sieht. Dieses Jahr leider keine Umverpackung mehr und dafür rum. Also mal was ganz anderes als eine Smokehouse Edition, so wie der hier hieß. Der übrigens nur zu empfehlen. Das Video checkt gerne mal ab. Haben Marco und ich zusammen schon verkostet. Habe ich vor kurzem erst leer getrunken. War für mich eine super Abfüllung. Dementsprechend hohe Ambitionen habe ich auch an diesem Whisky. Ich hoffe, dass er irgendwie in diese Richtung kommt. Auch wenn man sagen muss, Rum Cask Finish, wie sieht es bei euch aus? Gerne mal in die Kommentare, was haltet ihr davon? Ich erkenne da ja nicht so oft einen allzu großen Unterschied im Vergleich zu einer standardgereiften Ex-Bourbon-Fassabfüllung. Manchmal hat man so ein bisschen die Süße, die zusätzlichen tropischen Noten. Manchmal bildet man sich sie vielleicht nur ein. Und manchmal denke ich mir, ja, das kann aber auch Ex-Bourbon sein. Gerade in der Blindverkostung sehr schwer zu erkennen. Ja. Was haben wir hier noch so für Eckdaten? 48 Volumenprozente, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, wie immer. Genau. Das reicht eigentlich, das schon zu sagen. Ich hätte ihn schon zwei, dreimal im Glas. Ich kenne ihn quasi schon. Gebe ihn mir jetzt nochmal neu ein, in meinem schönen Big Peat Glas. Im Hintergrund spielt mein Hund ein bisschen, also bitte nicht wundern. Wer das letzte Video gesehen hat zu der Fußball-Edition Big Pete, der wird mitbekommen haben, dass er eben einen kleinen Hundefight draußen hatte und deswegen jetzt erstmal hier oben ist und ich bin froh, dass er gerade spielt. Also, sorry, wenn es zwischendurch ein bisschen nach Quietscheente gegangen ist. Genau, so, wieder zurück zum Whisky. Also, wir riechen einfach mal. Ja. Das ist schon auffällig. Wenn ihr so dran riechst, erstmal ist er gar nicht mehr so rauchig. Ich würde jetzt echt so blind sagen, 20 ppm, 25 ppm, mehr aber nicht. Also überhaupt nicht. Man kriegt so eine bisschen künstliche Zitrusnote, die mich so an so ein Reiniger erinnert oder Handseife, also irgendwas in die Richtung, der Priel, irgendwie so. Also richtig frisch. Total frisch. Und anders frisch als ein Standard-Big Peat, anders frisch als ein Kaol Ila, wo man erahnen kann, okay, da ist jetzt wirklich ein Rum-Cask mit drin, ne? Ich werde gleich hier, da habe ich einen Standard-Big Peat drin, normalen Ex-Verben fast gereift. Ups. Sorry, Elefant. Einfach mal die Nase vergleichen, inwiefern sich das verändert hat. Ich habe das im Vorfeld schon mal gemacht. Ich hatte mal ein Repeat-Tasting gemacht. Gerne mal das Short abchecken, was ich mal hochgeladen habe vor ein paar Tagen.
So erkennt man auf jeden Fall, wenn man jetzt nur diese Tropen-Edition jetzt, diese Fresh Isle 224-Edition in der Nase hat, erkennt man schon, ja, da ist ein Rumcast-Finish mit drin, das merkst du. Aber wirkt er besonders komplex? Hat es ihm was gebracht? Diese künstliche frische Note, die gefällt mir einfach nicht so. Und ich meine, er heißt ja nun mal auch Big Pete. Dann erwartet man auch großen Rauch, oder? Ich finde ihn jetzt gar nicht so rauchig. Nur so ein Müh. Aber egal. Wir probieren es mal zusammen. Slange, ihr Lieben. Geschmack deutlich intensiver als in der Nase. In der Nase war ein bisschen schüchtern sogar. Jetzt haut er ganz schön rein. Du merkst die 48% sehr stark. Die hat er auf jeden Fall. Und du kriegst wirklich so zuckerartige Aromen. Big Pete ist immer süß. Der hier auch. Würde ich nicht unbedingt jetzt auf das Fass, nämlich ein Rumpffass, schließen, sondern ist eigentlich mehr so der Standard-Grundcharakter von Big Pete. Aber eben auch, er hat viel mehr Früchte als der Standard-Big Pete, ne? Helle Früchte, wohlgemerkt. So, und jetzt ist man natürlich direkt bei tropischen Früchten, denkt man automatisch dran, da kommst du gar nicht drum herum, wenn du einen Rum-Cask hast. Hat er jetzt Mango? Hat er Ananas? Ja, vielleicht, meinetwegen, aber würde ich blind nicht sagen. Gebe ich ganz offen zu. Würde ich blind nicht drauf kommen. Es ist nämlich einfach eine Zitruslastigkeit, die im Vordergrund steht. Oder auch eine Limette. Ne? Sorry, mein Hund trinkt gerade. Ist fertig? Danke. Er wirkt in der Nase wirklich künstlich. Im Geschmack. Sagen kann. Die Viskosität ist so ein bisschen fester, also ist öliger, ne? Als so Standard Big Pete. Lässt vielleicht auf ein bisschen mehr Jahre schließen, weiß ich nicht. Aber ansonsten, ich finde ihn ein bisschen schwierig, bin ich ganz ehrlich. Ich finde gar nicht so wirklich die passenden Worte dafür, weil ich bin ein großer Big Pete-Fan. Ich bin von dieser Flasche wirklich schon enttäuscht. Wenn man bedenkt, was er kostet. Vielleicht ein kleiner Exkurs jetzt nochmal, den ich dazwischen schieben muss. Hätte ich vielleicht am Anfang des Videos sagen sollen. Sorry dafür. Big Pete, die letzte Fish Isle Abfüllung, also die Small Course Edition, ist mittlerweile zwar immer noch zu haben, in Deutschland. War es aber monatelang nicht. Also du musstest ihn wirklich importieren lassen. Habe ich in dem Video, bin ich schon darauf eingegangen, was für Probleme ich damals hatte. Mittlerweile ist es so, dass Douglas Lang, dass er anfangs nur bei Douglas Lang verfügbar war auf deren Shop, in deren Shop, da habe ich ihn mir auch gekauft. Ich habe ihn wirklich importieren lassen. Sieht man hier auch an dem Aufkleber, ne? Das UK-Label ist da ja eigentlich drunter, hier unter dem schwarzen. Wurde übergeklebt. Das liegt daran, dass es mittlerweile einen Importeur gibt für Douglas Lang. Das ist quasi neu. Ihr zahlt nicht mehr richtig große Zollgebühren, sondern nur noch die Versandgebühren, die irgendwo jetzt hier bei 15 Euro oder so lagen. Zollgebühren zahlt ihr nicht mehr, das übernimmt alles Douglas Lang selber. Importeur hierfür war jetzt ein niederländischer Importeur. Deswegen auch hier der Aufkleber drüber. Und man merkt es mittlerweile auch, ich war ein bisschen vielleicht zu gierig auf die Flasche. Man hätte ihn auch, man kann ihn jetzt gerade auch noch in Deutschland erwerben, ohne Probleme, bei diversen Shops. Und auch für einen geringeren Preis als bei Douglas Lang auf der Homepage. Ich habe wirklich viel zu viel für diesen Whisky bezahlt. Habe ich jetzt raus gelernt. Nächstes Mal warte ich ein bisschen ab. Man kriegt ihn, glaube ich, so für 65 bis 70 Euro.
Dann würde ich sagen, kann man dann mal machen für so eine besondere Big Pete Edition, wenn man drauf steht. Letztendlich muss man sagen, immer noch viel Holz, ne? Für ein Blended No Age Statement Whisky, für ein Big Pete, muss man dann schon sagen. Ich habe jetzt, glaube, 85 € bezahlt, offiziell auf der Homepage. Oder 80, eins von beiden, und 15 € Versandkosten. Das ist auf jeden Fall viel zu viel. Definitiv. Da muss man sich nichts vormachen. Ich bin einfach ein Fanboy. Ich bin auch voreingenommen. Und trotzdem bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht von der Abfüllung. Die schmeckt mir trotzdem. Ich habe trotzdem viel Spaß mit. Alles gut. Aber ich habe mir halt ein bisschen mehr erhofft, ne? Vor allem, weil die Fish Isle Edition 223 für mich der Knaller war. Ganz im Ernst, mit dem Rotwein. Die war mega gut. Ja. Gut, das soll es dazu erstmal gewesen sein. Ich vergleiche jetzt mal hier mit einem, der schon ziemlich lange im Glas ist, aus einem Blendersglas. Daraus trinken ja auch viele, muss ich mal so feststellen. Das kriege ich direkt. Sorry, aber Milky Way. Krieg richtiges Milky Way. Wahnsinn. Huiuiui. Das ist mal erstaunlich. Milky Way, also so Kokosaromen, ne? Richtig schön, so samtcremig. Oh, der riecht wiederum ganz schön. Rauch hat man hier allerdings gar nicht mehr. Das ist krass. Oh, was ganz anderes. Ihr merkt schon, ich trinke zum ersten Mal diesen Big Pete aus dem Blendersglas. Ganz was ganz anderes als aus, ja, wie nennt man dieses Glas überhaupt? Ich habe Billy Walker schon öfters mal damit gesehen oder auch einen Richard Patterson, der aus so einem Glas getrunken hat. Also aus dieser Glasform. Also dieses Glas tut ihm gut. Auch der Alkohol ist gut eingebunden. Erstaunlich. Was ich jetzt nochmal machen wollte ist, zwar habe ich hier ein Standard Big Pete im Glas, also die Standard Abfüllung, eine normale Ex-Bourbon fast gereifte, wie der Unterschied jetzt ist zwischen Rum und Ex-Bourbon. Hier ist erstmal eine Ex-Bourbon. Rauchiger. Und allgemein wesentlich dreckiger. Ja, und er hier 10-mal frischer. Frischer, aber auch künstlich so chemielastige Putzmittelnoten. Ne? Wenn ich zu Hause hier sauber mache, ich habe einen Zitrusreiniger, in die Richtung geht das. Ja, also da merkt man den Fasseinfluss. Ne? Das finde ich halt so interessant. Ich war vorher auch ein Verfechter davon, dass es einen Rumcask nicht unbedingt braucht, weil der Unterschied eben nicht so groß ist, ne? Und hier ist jetzt mal cool zu erfahren, vor allem für mich so als Big Pete Fanatiker, wie ist der Unterschied zwischen einem Ex-Verb und einem Rumcask? Das ist schon ganz interessant. Also der ist definitiv sehr krass da. Das ist krass, was das Rumcask noch für einen Ausdruck bringen kann auf so eine Abfüllung. Vor allem, weil sie sogar rauchig ist, ne? Das ist schon krass. Also ich nehme für mich selber jetzt gerade so ein bisschen mit für die nächsten Rum-Finishes, die ich mal so trinke, ob es da auch so rüberkommt, ob man diese Zitruslastigkeit, diese Frische so mitbekommt. Ne? Also das ist zumindest, das finde ich ganz cool. Das ist schon interessant. Wie sieht es bei euch aus? Ist natürlich limitiert die Abfüllung. Die von letzten Jahr gibt es immer noch, sogar hier in Deutschland. Und ich weiß, Big Pete ist der anderen ja auch nicht so groß drauf. Ne? Gibt nicht viele Fanboys, wie ich es jetzt bin. Bin ja auch okay. Habt ihr den schon im Glas gehabt? Gerne mal kommentieren. Und sorry, wenn das jetzt so ein bisschen zu Big Pete-lastig wurde, das Video, wenn ich jetzt ein zu bisschen der Nerd war. Ich habe mich mega auf diese Abfüllung gefreut. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Gleichzeitig bin ich aber auch erfreut, wie cool das Rumcask hier durchkommt. Das hätte ich vorher nicht erwartet, bin ich ganz ehrlich. Aber cool, dass sie sich trauen, ne? Obwohl es ja dieses Jahr, glaube ich, auch so ein bisschen der Trend war. Ich meine, Lagavulin hat auch einen Rumcask gemacht und noch irgendjemand. Schon ganz cool. Mal gucken, was nächstes Jahr kommt. Big Pete, neuerdings mit anderen Fass-Finishes unterwegs. Finde ich mega. Genau. Machen wir Schluss für heute, ne? Danke fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.